Zweites Spiel der Gruppe A am heutigen Tag. Frankreich gegen Ungarn. 9. Begegnung beider Mannschaften. 3 Siege für die Franzosen, 4 Siege für Ungarn und ein Unentschieden, das bislang die Vita bei den entsprechenden Aufeinandertreffen. Aber die Franzosen haben seit 2001 keine Partie mehr gegen die Ungarn verloren. Damals gab es eben das 3:1 für Ungarn. 2006 gab es ein Unentschieden, 3:3, dann 6:2 und 5:2 jeweils für die Franzosen. Also die Zeichen stehen gut für die Franzosen, die momentan auf Rang 3 stehen bei der diesjährigen WM. 2 Spiele, 2 Siege konnte man hier virtuell einfahren. 1:0 gegen Dänemark, 3:0 gegen Österreich. Das ist eine wirklich hervorragende Ausbeute bis hierhin. Und da möchte man natürlich auch heute wieder anknüpfen im Spiel gegen die Ungarn. Die übrigens in den roten Trikots von links nach rechts über Sibök, Rebi und Frankreich in weiß von rechts nach links im ersten Durchgang. Horvat. Ungarn mit dem Fastversuch gut dazwischen gegangen. Und dann ist Tekše zur Stelle, der die Scheibe allerdings nicht exakt genug rausbekommt. Trotzdem kein Icing. Und Gallo. Ungarn in den ersten Minuten zwar immer schnell in der Offensivzone, aber der Abschluss, der wirkt bisweilen noch sehr behäbig. Leclerc. Das ist ein guter Versuch. Anthony Reck mit dem Nachschuss. Und nur der Pfosten rettet den Ungarn. Harter Check. Lochka. Und wieder Horvat. Wieder zur Stelle. Und es bleibt beim torlosen 0:0. Und Stipsic. Ambrosch. Erdeli. Aber auch hier einmal mehr. Der französische Torhüter Sieger bei diesem Angriff. Und die Franzosen, die haben schon richtig Pech. Aber jetzt ist es Boson, der Frankreich schlussendlich in Führung schießt. Tim Boson bringt die Franzosen in Führung. Nemes. Wieder Boson. Scheibe gut abgenommen vom Ungarn. Und dann geht's wieder in Richtung französisches Tor. Koga, gute Schussmöglichkeit. Und Trell, Clairieux. Erdeli. Michaili. Und nochmal Ungarn aus der Drehung. Aber die Scheibe kommt nicht in Richtung französisches Tor. Ein ungarischer Spieler sogar ohne Schläger. Muss zur Bank. Braucht ein neues Spielgerät, Clairieux. Und dann geht es mit 1:0 in die Drittelpause zugunsten der Franzosen. Sechs zu zwei Schüsse für Frankreich, aber 2,5 Minuten Zeit in der Offensive für die Ungarn. Und das war das, was ich gemeint habe. Man kommt zwar schnell in die Offensive, aber der Abschluss,
der dann doch relativ behäbig und bislang auch ohne Gefahr in Richtung französisches Tor. Oh, da ist er! Wunderbar! Den Abpraller genommen. Und Schieböck bringt Ungarn wieder zurück. Einen Moment der Unachtsamkeit seitens der Franzosen. Und dann steht es hier 1:1. Oh, die Lünen. Starker Auftakt für die ungarische Mannschaft. Ovitu. Tekşe. Scheibe abgeprallt. Szabo. Ungarn relativ einfach wieder aus der eigenen Zone raus befreit. Und Hari alleine vorm Franzosen. Kann ihn nicht überwinden. Es bleibt beim 1:1. Glück für Frankreich, die jetzt in den letzten Minuten enorm unter Druck geraten. Dipsit und die Lönnen. Einmal mehr. Vorne zu den Reck. Sarawa. Also Ungarn jetzt reichlich Chancen, die man vielleicht mal am Ende auch verwerten sollte. Vorne zu den Reck. Frankreich seit langer Zeit mal wieder den Abschluss auf Horvath. Zehn zu acht die Schussstatistik mittlerweile zugunsten der ungarischen Nationalmannschaft. Valier, Bozon erneut. Und wieder Bozon, der hat jede Menge Raum. Zwei Franzosen rücken nach, jetzt eine gute Gelegenheit. Bertrand, Bozon und Valier hat da eine richtig gute Möglichkeit zum Einnetzen. Minuten noch. Gaillet. Frankreich erkämpft sich in der eigenen Zone die Scheibe. Und Sita. Also jetzt beide Mannschaften durchaus mit der ein oder anderen guten Szene vorm jeweiligen Tor. Fehlt nicht mehr viel. Aber bislang beide Torhüter mit einer exzellenten Leistung. Oh, da wird es nochmal eng. Und Gouébi sichert den Franzosen dieses 1:1. So, 20 Minuten sitzt noch. 20 Minuten in dieser Partie, 12:10. Ungarn mit dem leichten Chancenplus.
Neri. Auf Batalisch. Seeböck. Taxi dazwischen. Und Ovitu. Wichtiger Zweikampf da hinterm Tor. Webi und Horvath. Ovitu auf Fleury. Da ist Ritz. Aber auch der scheitert. Es gibt kein Durchkommen mehr für beide Teams. Torhüter hoch fokussiert. Und für die Franzosen, da steht doch einiges auf dem Spiel. Denn heute ein Sieg. Und man macht einen Riesenschritt in Richtung Viertelfinale. Fleury. Aber einmal mehr Ungarns Torhüter. Mit dem Pudi gewinnen. Peré, aber Terbocz. Und Peré. Leclerc. Peré auf Anthony Reck. Torschütze zum 1:0 zwischenzeitlich. Seitdem her Flaute auf beiden Seiten. Wieder Anthony Reck. Und Erdeli geht dazwischen. Auch hier. Lünnen muss prallen lassen. Leclerc. Grignon, Reck, Peré. Jetzt hat er eine gute Schussposition. Aber auch ihr scheitert. 5,5 Minuten Rest auf der Uhr. Gibt es hier noch den entscheidenden Treffer oder müssen wir in die Verlängerung? Das ist die große Frage. Bozon. Wieder Bozon. Letzten 60 Sekunden und die Franzosen ziehen noch einmal die Zügel enger. Red Falvi. Jetzt aber die Kontermöglichkeit über Ungarn. Und da ist er! 37,8 Sekunden vor dem Ende. Tim Bozon mit dem Führungstreffer für die Franzosen. Ganz, ganz bitter jetzt natürlich für Ungarn. Geniestreich der Franzosen. Tim Bozon lässt Frankreich wieder hoffen. 25 Sekunden auf. Dritter Sieg im dritten Spiel. Noch 20 Sekunden. Wieder Ungarn. Nächste Scheibe. Ilönen ist da. Guebi. Sarawa. Fleury geht dazwischen. Ritz. Jetzt natürlich Empty Net. Ritz kann sich durchsetzen. Kriegt die Scheibe nicht nach vorne. Schabo im letzten Augenblick. Aber Frankreich kämpft und Frankreich gewinnt diese Partie mit 2:0. Glückwunsch an die Franzosen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Gleich noch die letzte Partie der Gruppe B, die Schweiz gegen Kasachstan. Bis dahin, euer Bloody LP.